Ich hoffe, ihr nehmt mir ab, wenn ich euch sage, ich bin normalerweise ein ziemlich entspannter Mensch. Es gibt nicht so viele Dinge, die mich sofort aus der Fassung bringen, wenn ich darüber nachdenke. Gut, Verspätung bei der Bahn vielleicht, aber das ist ein Thema für sich. Aber eine Sache gibt es, da gerate ich regelmäßig in einen Rant, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte. Nämlich, wie Kinder in Deutschland behandelt werden. Vor einiger Zeit habe ich ein Video darüber gemacht, wie Politik die Interessen junger Menschen immer wieder vernachlässigt. Das findet ihr oben auf dem i. Da geht es insbesondere um Jugendliche. Wenn wir über Kinder sprechen, ist das aber nochmal etwas Spezielles. Ich würde sagen, Deutschland ist alles andere als ein kinderfreundliches Land. In Teilen ist Deutschland sogar kinderfeindlich. Warum? Darum geht's jetzt. Zumindest auf dem Papier sieht es in Deutschland, was Kinder angeht, ziemlich gut aus. Zum Beispiel ist Deutschland laut einem Bericht der UNICEF, also der Weltkinderorganisation der Vereinten Nationen, auf Platz 6, was Kinderfreundlichkeit angeht, weltweit in einem Vergleich. Und auch in anderen Studien und Erhebungen landet Deutschland in der Regel im obersten Drittel oder zumindest in der obersten Hälfte, was Kinderfreundlichkeit angeht. Da geht es viel um Leistungen für Eltern, Mutterschutz, Elternzeit, aber auch Kindergeld. Davon profitieren ja dann die Kinder auch indirekt. Und natürlich im Vergleich zu ärmeren Ländern, in denen Kinder zum Teil hungern müssen oder unter noch schwierigeren Bedingungen leben müssen, geht es Kindern in Deutschland gut. Die Frage ist aber natürlich immer die des Vergleichs innerhalb von Deutschland. Welchen Stellenwert genießen denn Kinder im Vergleich zu älteren Bevölkerungsgruppen? Wie werden sie von der Politik wahrgenommen? Wie wird auf ihre Bedürfnisse eingegangen? Wie wird dafür gesorgt oder auch nicht, dass Kinder auch in Zukunft ein lebenswertes Leben haben? Denn wenn man sich das mal genauer anschaut, dann stellt man fest, so rosig wie es zunächst scheint, ist die Situation für Kinder in Deutschland dann doch nicht. Und dabei spreche ich gar nicht über vermeintliche Banalitäten wie fehlendes Kinderspielzeug in Wartebereichen von Behörden oder fehlende Familienparkplätze in großen Parkhäusern. Nein, es geht um das große Ganze, um unsere Gesellschaft. Was ich dabei unbedingt vermeiden möchte hier in diesem Video, ist die sogenannte anekdotische Evidenz. Also, dass ich irgendwelche Probleme nehme, die ich selbst habe als Betroffener. Ich selbst habe 2 Kinder, beide unter 10 Jahre alt und dann so tue, als würde das alle betreffen. Nein, das, was ich hier in diesem Video anspreche, das betrifft tatsächlich sehr, sehr viele Kinder. Es geht um potenzielle Gefährdung. Es geht darum, dass die Politik Kinder oft missachtet oder dass sie Entscheidungen trifft, die in ferner Zukunft sehr schlecht für jetzige Kinder und dann natürlich später dann mal Erwachsene sind. Und zwar würde ich sagen, Deutschland ist kein kinderfreundliches Land aus diesen 3 Gründen. Der erste Punkt ist direkt ein heftiger Vorwurf, aber ich würde sagen, da ist durchaus etwas dran. In Deutschland wird die Gefährdung von Kindern eher in Kauf genommen als die Gefährdung von Erwachsenen. Ein Beispiel, die Corona-Pandemie. Könnte man auch sehr lange drüber sprechen. Ich würde sagen, Kinder gehören definitiv zu den absoluten Verlierern der Corona-Pandemie. Sie wurden behandelt wie Spielbälle. Zunächst hat man gesagt, wir schließen jetzt alle Kindergärten und Kitas für 2 Monate. Heute weiß man, die psychischen Folgen waren erheblich und das wird sich noch lange auswirken. Danach ist man dann dazu übergegangen zu sagen, wir lassen jetzt doch alles geöffnet und gut, dann gibt es halt eine Durchseuchung, aber dann ist das so. Beides Schritte, ohne dass man, zumindest aus meiner Sicht, großartig darüber nachgedacht hätte, was das letztendlich mit den Kindern macht. Und ein weiterer Punkt, der im Zusammenhang mit Medizin steht, ist die Versorgung mit Medikamenten. Schon vor einigen Jahren ist klar geworden, die Versorgungslage, was zum Beispiel Fiebersäfte oder Antibiotika angeht, die besonders von Kindern eingenommen werden müssen, wird immer schlechter. Durch die Pandemie bedingt sind Lieferketten zusammengebrochen, Dinge konnten einfach nicht mehr so schnell beschafft werden. Gleichzeitig ist durch auslaufende Patente eine schwierige Situation am Markt entstanden. Da geht es um Rabatte bei Krankenversicherungen und vieles mehr. Würde zu sehr ins Detail gehen, aber klar ist, viele Medikamente waren im Jahr 2020 nicht in der Form verfügbar, wie sie hätten verfügbar sein sollen. Und dieses Problem hat sich immer weiter verschärft. Eskaliert ist es dann im Winter 2022/2023. Zum Teil musste man als Eltern 10, 20 Apotheken anrufen, um bestimmte Antibiotika für Kinder zu bekommen. Antibiotika nimmt man ja nicht aus Spaß. Die nimmt man, weil man eine Infektion hat, die, wenn sie nicht entsprechend behandelt wird, oft zu viel Schlimmerem führen kann. Auch Fiebersäfte waren in vielen Orten nicht erreichbar und sind es teilweise bis heute. Einen ähnlichen Engpass gab es zum Teil auch bei Medikamenten für Erwachsene. Allerdings wurde der dann schnell behoben. Zumindest in den allermeisten Fällen. Bei Kindern hat sich das monatelang hingezogen. Bereits im Dezember 2022 hat Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, einen 5-Punkte-Plan angekündigt, mit dem sich die Situation hätte verbessern sollen. Für Kinder hat sich auch 2, 3 Monate danach nichts merklich verändert. Auch hier eine Gefährdung, die in Kauf genommen worden ist. Ja, und damit zu einem ganz anderen Thema, das aber auch in Zusammenhang steht mit der Gefährdung von Kindern, nämlich
Kindesmisshandlung. Jedes Jahr werden tausende Kinder in Deutschland misshandelt und es wird bekannt. Allerdings werden vermutlich noch einmal mehr Kinder misshandelt und es wird nicht bekannt, weil es oft in Familien stattfindet. Das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass die Jugendämter schlecht besetzt sind, dass sie das nicht mehr alles überwachen können. Das ist aber wiederum ein anderes Thema. Worum es mir hier in diesem Video geht, ist das Strafmaß für Menschen, die am Ende verurteilt werden für Kindesmisshandlung. Schätzt mal, wie viele Täterinnen und Täter, die von einem Gericht verurteilt worden sind für Kindesmisshandlung, kommen auch tatsächlich in Haft? Es sind rund 20%. Bei 80% gibt es eine Bewährungsstrafe. So kommen Straftäter relativ schnell wieder frei und können dann natürlich wieder Straftaten begehen. Auch hier fehlt es an entsprechender Überwachung, Begleitung, Resozialisierung und vielem mehr. Da zeigt sich wieder, dass es hier den berühmten Fachkräftemangel auch auf dieser Seite gibt. Und auch hier sind Kinder potenziell gefährdet. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Kinder werden bei politischen Entscheidungen oft nicht ausreichend berücksichtigt. Hier gibt es auch wieder Parallelen zu dem Video, das ich ganz am Anfang schon erwähnt hatte, zu Jugendlichen und der Politik, findet ihr oben auf dem i. Da geht es unter anderem um die Rentenpolitik der vergangenen Jahrzehnte. Aber es geht auch darum, wie junge Menschen, wie Jugendliche generell beteiligt werden an politischen Prozessen. Und bei Kindern ist das nochmal eine Stufe heftiger, würde ich sagen. Denn natürlich können auch Kinder nicht wählen und haben deshalb eine vergleichsweise schwache Lobby. Auch wenn es Kinderschutzverbände, Kinderschutzvereine gibt, die können nur bedingt etwas erreichen. Ein Beispiel ist die Klimapolitik, auch die der aktuellen Bundesregierung. Eigentlich hat die Bundesregierung den Auftrag, die Klimaschutzziele, die international gesetzt worden sind, umzusetzen. Es gab auch vor einiger Zeit ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das sinngemäß gesagt hat, die Politik hat bisher nicht ausreichend für junge Menschen, auch für Kinder unternommen, gefährdet damit diese jungen Menschen und deshalb muss etwas passieren. Die Bundesregierung, die Ampelkoalition, hat deshalb in ihrem Koalitionsvertrag auch festgehalten, wir wollen eine ehrgeizige Klimapolitik verfolgen. Mehr dazu erfahrt ihr unten in der Infobox. Damit wurden alle Ministerien verpflichtet, bestimmte Klimaziele einzuhalten. Allerdings ist das zum Beispiel beim Verkehrsministerium nicht geglückt. Jetzt hat man einen neuen Weg gefunden. Man nimmt nicht mehr jedes einzelne Ministerium in die Pflicht, sondern man sagt, wir als Bundesregierung setzen uns eine Gesamtvorgabe, was CO2-Ausstoß angeht. Und die müssen wir erreichen. Das führt dazu, dass schlechte Leistungen von einem Ministerium vom anderen ausgeglichen werden können. Klingt zunächst mal gut, sagt man, kommt ja am Schluss aufs Gleiche raus. Aber der Haken dabei ist, wenn jedes Ministerium für sich selbst verantwortlich ist, dann kann natürlich auch ein Wettbewerb entstehen und es können sogar sozusagen Minuswerte erzielt werden, also positive Werte fürs Klima. Wenn alles zusammengeschmissen wird, dann fehlt die Motivation dazu. Und das wird von Kritikern momentan immer wieder angemerkt. Die sogenannten Sektorenziele wurden abgeschafft zugunsten eines Gesamtziels. Mehr dazu erfahrt ihr auch unten in der Infobox. Und das ist neben vielen anderen klimapolitischen Maßnahmen, die getroffen oder eben auch nicht getroffen wurden, ein großer Nachteil für Nachfolgende, für junge Generationen. Dazu kommt eine enorme Kinderarmut, von der ist ja immer wieder die Rede in Deutschland. Jedes fünfte Kind lebt laut verschiedenen Untersuchungen in Deutschland in Armut oder zumindest unterhalb der Armutsgrenze. Das ist ein großer Wert, der sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten auch immer weiter erhöht hat. Die Ursachen dafür findet ihr unten in der Infobox, da habe ich euch was dazu verlinkt. Was sollte dagegen unternommen werden? Hier hat Bundesfamilienministerin Paus einen Vorschlag gemacht, der auch von vielen Sozialverbänden positiv aufgenommen worden ist. Der Vorschlag sah vor, dass für jedes Kind erst einmal rund 250 Euro für alle ausgezahlt werden. Also egal, wie viel man verdient. Das entspricht in etwa dem jetzigen Kindergeld pro Kind. Und dann einkommensabhängige Zusatzleistungen, die zum Teil auch bedingungslos bezahlt werden und ohne dass man großartige Anträge stellen muss. Eben eine sogenannte Kindergrundsicherung. Das hätte die Situation für viele ärmere Familien durchaus verbessern können. Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP, der die Mittel dafür freigeben müsste, hat den Plänen jetzt allerdings eine Absage erteilt. Mit der Begründung sinngemäß, wir haben dafür kein Geld. Andere Maßnahmen müssen greifen. Was sich dabei immer wieder einschleicht, ist das Gefühl, dass bestimmte Maßnahmen, die vor allem Erwachsenen weiterhelfen, schnell getroffen werden. Da ist Geld für da. Aber sobald es um Kinder geht, dann wird erst einmal der Taschenrechner ausgepackt, sofern man den heute überhaupt noch hat, und geguckt, können wir uns das leisten? Und damit sind wir beim dritten Punkt. Die Rahmenbedingungen für Kinder werden oft nur nachlässig behandelt. Ein Beispiel, die Mehrwertsteuer. Schätzt mal, wie viel Prozent Mehrwertsteuer es auf Windeln und Babynahrung gibt. Und jetzt schätzt mal, wie viel es für Katzenfutter und Kaffeepulver gibt. Worauf gibt es 7% und worauf 19%? Bei Windeln und Babynahrung sind es 19%, bei Katzenfutter und Kaffeepulver sind es 7. Ich gönne natürlich allen Katzenbesitzern ihre 7% und auch allen Kaffeetrinkern.
Aber warum dann bei Babynahrung nicht auch 7%? Bei Windeln, bei anderen Hygieneartikeln für Kinder, Kleinkinder, Babys? Die Politik diskutiert schon seit Jahren darüber, aber es geht einfach nicht wirklich voran. Während die 7% für alle Gastronomieartikel infolge der Pandemie, wie ich finde, durchaus eine richtige Entscheidung, innerhalb weniger Tage sofort gesetzt waren. Das ist durchaus ein Ungleichgewicht. Und beim zweiten Beispiel wirkt sich das noch verheerender aus. Die Politik, und da nehme ich jetzt alle Parteien mit rein, haben es jahrzehntelang verschlafen, weiter dafür zu sorgen, dass es genügend Erzieherinnen und Erzieher in Deutschland gibt. Aktuell fehlen 100.000 Erzieher in Deutschland. Im Jahr 2030 sollen es sogar 230.000 Erzieherinnen und Erzieher sein, die es zu wenig gibt. Gründe sind unter anderem die lange Ausbildung, die in manchen Bundesländern sogar Geld kostet, und die vergleichsweise schlechte Bezahlung. Dazu kommt Belastung, die auch nicht unbedingt vergütet wird und nicht immer ausgeglichen werden kann. Das führt dazu, dass aktuell in jeder zweiten Kita in Deutschland die Betreuungssituation nicht so ist, wie sie sein sollte. Es gibt Notöffnungszeiten. Die Kitas haben dann nur bis 13 oder 14 Uhr geöffnet. Kinder werden nicht so betreut, wie es eigentlich vorgesehen ist. Konzepte, pädagogische Konzepte können nicht wirklich durchgeführt werden. Es sind eher Verwahrungsanstalten als richtige Orte, an denen Kinder gut aufgehoben sind. Und da gibt es überhaupt keinen Vorwurf an die Einrichtungen. Die machen das Beste daraus. Die Leute, die dort arbeiten, leisten unglaublich gute Arbeit. Das muss man an dieser Stelle auch mal sagen. Die Rahmenbedingungen sind einfach extrem schlecht. Es wird nicht dafür gesorgt, dass es genügend Erzieherinnen und Erzieher gibt. Nicht jetzt und in der Vergangenheit erst recht nicht. Und das ist, finde ich, ein massives Problem, das lange nicht angegangen worden ist und das sich jetzt extrem rächt. Nur natürlich kann man sehr viel meckern und sich über alles aufregen. Die Frage, die damit wiederum verbunden ist, ist natürlich, wie könnte sich die Situation ändern? Zum einen würde ich sagen, sollte die Politik die Interessen von Kindern mehr in den Fokus nehmen. Es sollte einen entsprechenden Ausschuss zum Beispiel im Bundestag geben, der sich um die Rechte von Kindern kümmert und darum, wie Kinder behandelt werden. Kinderprojekte sollten mit Priorität behandelt werden. Und das alles kann gelingen, auch wenn es zunächst nach einem symbolischen Schritt klingt, wenn Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden. So hat es die Ampelkoalition auch im Koalitionsvertrag stehen, aber naja, Papier ist ja durchaus geduldig. Bisher ist in diese Richtung vergleichsweise wenig passiert. Diskutiert wird, dass folgender Passus künftig im Grundgesetz steht. Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder, einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten, sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt. Wenn das irgendwann so im Grundgesetz steht, dann haben Kinder, zum Beispiel auch durch ihre gesetzlichen Vertreter, durch die Eltern, die Möglichkeit, bestimmte Dinge aktiv von der Politik einzufordern, indem sie sich auf die Verfassung berufen. Das ist in dieser Form bisher nicht so einfach möglich. Schutz ist das eine, den gibt es aber für die allermeisten Kinder in Deutschland, Gott sei Dank. Aber worum es zum Beispiel auch geht, ist die gezielte Förderung von Kindern und dass Kinder sich eben auch auf eine besondere Unterstützung berufen können, insbesondere durch die Politik. Deshalb wäre das aus meiner Sicht ein Schritt in die richtige Richtung, neben den vorhin genannten anderen Maßnahmen, dass Kinderthemen zu Prioritätsthemen werden. Denn das sind absolute Zukunftsthemen. Das war jetzt nur mal eine ganz grobe Zusammenfassung. Viele Dinge könnte man auch noch nennen. Vielleicht fällt euch auch noch etwas ein aus eurer eigenen Erfahrung und Beobachtung. Dann schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr möchtet. Teilt dieses Video auch gerne mit Leuten, die das ähnlich sehen oder vielleicht auch ganz anders sehen. Ich freue mich auf kritische Beiträge, auf die kritische Diskussion. Ja, und für euch geht es jetzt weiter mit zwei Videos rund um dieses Thema, die ich euch gerne auch noch empfehlen würde. Nämlich einmal das, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, wie die Politik Interessen junger Menschen ignoriert. Und direkt darunter etwas zum Thema Kinderarmut von den Kollegen von Funk. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.